Leute, was geht? Ja, ja, jetzt perfekt. Willkommen zu diesem kleinen spontanen Stream. Ich habe ja schon gesagt, auf YouTube und so weiter und so fort, dass es super spontan ist. Aber es ist dafür, dass es spontan ist, Leute, extrem voll hier. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Also, ich zeige euch gleich mal kurz, was abgeht. Ich guck mal ganz kurz, wo ist Desi gerade? Da hinten. Was geht? Hallo! So. Double Stream. Double Stream. Streamception. Ey, ey, ey! Okay, Leute. Es ist schon relativ voll tatsächlich. Ich dreh mal ganz kurz. Guck mal hier. Ultra krank. Es ist tatsächlich einen Tag vorher angekündigt worden und da stehen hier trotzdem so. Also hier vorne wird auf jeden Fall gerade Rednerpult und sowas aufgebaut. Finde ich schon mal stark. Hier stehen so ungefähr gefühlt. Was schätze ich, wie viele Leute sind das so? 400 bestimmt, oder? Ich würde sagen, na, Hund, also Hund, 200 so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Menge Leute, Mann. Das sind viel mehr als 200. Ich glaub, also, er heißt Axel Voss, nicht Axel Boss, und ich glaube nicht, dass er hier ist, aber ich würde ihn auch nicht schlagen, tatsächlich. Aber echt ein toller Vorschlag, Mann. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie voll es da wird. Ich finde es krass. Also, innerhalb von einem Tag mobilisiert, not bad, so not bad. Ziemlich stark. Ey! Alle bewaffnet hier. Mensch! Hallo! Coole Sau! Ja. Ey, ist stark voll, oder? Geil, ne? Ist richtig krank. Hey, wir machen mal eben in 24 Stunden. Für einen Tag? Ich bin immer super schlecht im Abschätzen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es sind über 200 Leute auf jeden Fall. Nein, es sind schon. Also ich hab gesagt 400, 500. Hätte ich jetzt auch tatsächlich geschätzt, so, ne? Und das ist für einen Tag beachtenswert, oder? Ja, vor allem durch die Woche, mal eben so abends. Ja, finde ich auch geil. Finde ich auch richtig, richtig nice, dass so viele Leute hier sind, ey. Finde ich extrem stark. So. Wie gesagt, also heute geht es grundlegend ja wie immer eigentlich bei jeder Demo um den Artikel 13, meine Freunde. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit genug Content dazu gemacht, dass ihr wissen solltet, was es ist. Ich werde jetzt aber trotzdem am Ende des Streams nochmal versuchen, ein bisschen in eigenen Worten zusammenzufassen. Im Großen und Ganzen. Hi. Thomas, das ist absolut unangebracht. Ja. Du selber, ne? Im Großen und Ganzen geht es hier um diese Urheberrechtsreform, die jetzt schon mehrere Jahre, jetzt seit 2 Jahren, im EU-Parlament diskutiert wird und auf jeden Fall eine große Bedrohung, was Meinungsfreiheit und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Firmen und auch ein Stück weit irgendwo unsere eigene Arbeit im Internet bedrohen könnte. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist einfach, dass es nicht wirklich demokratisch und nicht wirklich fair abläuft. Aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Es kommen auf jeden Fall immer mehr Leute dabei. Joyce ist gerade auch da vorne angekommen. T ist mit dabei am Start und so. Ich finde das echt nice, Mann, dass hier so viele Leute so spontan mobilisierbar sind. Ich finde das so krank stark, Alter. Ihr müsst euch mal überlegen, Leute. Niemand hätte für möglich gehalten, dass diese Demos irgendwann so groß werden. Und jetzt ist ja heute leider Gottes von Timo Wölken bestätigt worden. Am Donnerstag soll die Abstimmung über die Vorverlegung der Abstimmung stattfinden. Das heißt, am Donnerstag wird darüber abgestimmt, ob die eigentliche Abstimmung zu Artikel 13 vor unsere großen Demonstrationen, sprich am 23.03. vorverlegt werden soll. Dazu gibt es dann die Tage von mir mehr zu hören. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das dann tatsächlich auch so eintreten wird oder nicht. Aber ich lasse euch hier auf jeden Fall, solange es zumindest geht, an dieser ganzen Geschichte teilhaben, damit ihr auf jeden Fall da auch im Bilde seid. Danke auf jeden Fall für die Props an das schöne Video heute. Rezos Idee gewesen. Ich bin echt super happy. Ich hoffe mal, dass jetzt hier vorne gleich am Rednerpult was abgeht und ein bisschen darüber gesprochen wird. Und dann sammeln wir es wahrscheinlich alle mal hier vorne. Und dann wird geschaut, wie viele Menschen wir eigentlich sind. Ich finde es krass, Mann, wie viele Leute das sind hier, Alter. Ist heftig. Also, ich finde es schon krank. Heftig malerisch auf jeden Fall die Kulisse hier. Dom. Und hier sind echt schon eine Menge Leute. Ich schätze einfach mal, es sind so, I don't know, 500 vielleicht. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Die bauen auf jeden Fall jetzt hier vorne nochmal eine PA auf, eine kleine Anlage. Und ich hoffe mal, dass da mal jemand mit ein bisschen politischem Hintergrund wissen, auf jeden Fall, dass er sowas sagen kann. Ich habe es noch mitbekommen bei der ersten Demo, wo ich nicht dabei gewesen bin. Klar, ich habe mich drauf aufgepasst, Leute. Da kommt sehr viel Dünnschiss bei rum. Da haben Leute vorne Reden geschwungen, die mehr populistischer Müll gewesen sind als alles andere. Also noch mehr Müll, der quasi von den Befürwortern von Artikel 13 rausgehauen wird. Aber ich glaube, dass das heute, ich meine mich sogar zu erinnern, dass das Teile der Piratenpartei sind, die gleich irgendwo da sprechen. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob da was Anständiges bei rumkommt. Aber ich denke mal schon. Ich find's crazy, Mann. Ich find's crazy, wer alles hier ist. Und ich find's krass, wie viele Leute das vor allen Dingen sind. Kurzen Report hier vor Ort. Was geht hier ab? Mo vom WDR hier.
sehr viele Menschen hier auf der Straße. Ja, wir schalten wieder zu meinen Kollegen. Dankeschön. Ja, super. Danke dafür, Mo. Also ihr seht auf jeden Fall, es wird immer mehr Leute hier an den Start. Und ich finde das extrem stark, dass wir dank des Internets so mobil geworden sind. Aber es geht ja auch irgendwo hier ums Internet. Ne? Von daher macht das schon Sinn, dass wir so zahlreich aufgeschlagen sind. Wie gesagt, die bauen da vorne jetzt gerade die PA auf. Wir freuen auf jeden Fall eine ganz wichtige Message. Stark. Das ist witzig, weil ich habe eben noch, pass auf, ich habe vor, selber meinte dann, man braucht sich ja nicht kindlichen Fantasien beugen, dass hier irgendwelche Memes gesperrt werden. Oh, weil ich da so ein bisschen dreist fand und ich ihm dann erklärt habe, es geht ja auch gar nicht um unsere Memes, sondern um ganz andere Thematiken. Ja. Und das war witzig, weil ich konnte nicht ganz das Video mit reinnehmen, weil dann hätte ich halt wieder einen Urheberrechtsverstoß begangen, was ironischerweise genau das Thema des Ganzen ist. Und der hat dann irgendwann in einer Viertelstunde gesagt, also gar nichts mehr, meint dann, ja gut, ich muss dann jetzt noch in meinen nächsten Termin. Also entweder habe ich argumentativ gewonnen oder er hat keinen Bock mehr auf mich gehabt. Eins von beiden. Wenn ich was reden möchte, dann mache ich das, wenn ich mich darauf vorbereitet habe. Wir wollen keinen Artikel 13. 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 Okay, auf jeden Fall, ja, die CDU, die CSU, die wollen jetzt Druck machen. Die wollen innerhalb der nächsten zwei Wochen das Ausschlussverfahren einführen. Das heißt, sie wollen jetzt einfach schnell machen. Die haben einfach Angst vor uns, habe ich das Gefühl. Die wollen einfach ganz schnell damit durchkommen, um uns die Stimme zu nehmen. Dafür wird genau für die Jungs da oben im EU-Parlament. Die bauen gerade richtig Mist, muss ich sagen. Ich finde das eine Frechheit, das ist eine bodenlose Frechheit, uns zu umgehen, uns die Stimme zu nehmen, bevor wir unsere Demos durchkriegen. Die sollten ja eigentlich am 23.03. stattfinden, aber jetzt, wo die Druck machen, wird es eben schneller gehen bei uns auch. So, jetzt haben wir innerhalb von 24 Stunden... Und das ist einfach nur großartig, Leute. Die Leute, die hier drumherum stehen. Artikel 13. Es geht einfach darum, dass sie uns das Internet zensieren wollen. Auf eine Art, sie sagen Urheberrechtsschutzreform, würde ich mal sagen, ist das richtige Wort dafür. Und, ich weiß nicht, es ist halt nicht möglich in der Art, wie sie es sagen. Sie sagen, es kommen keine Upload-Filter, die dann verhindern, dass Katzenvideos etc. hochgeladen werden können und Memes werden aussterben, meines Erachtens nach. Viele Techniker sagen, beziehungsweise viele IT-Leute sagen, es ist nicht möglich, ohne einen Upload-Filter diese Reform durchzubringen. Und von daher müssen wir auf jeden Fall dagegen vorgehen. Und dafür müssen wir jetzt schnell sein, laut sein. Wir müssen den Leuten einfach zuvorkommen und ihnen sagen, nein, nein, das möchten wir nicht, Leute. Also macht mal ein bisschen Lärm hier. Denn wir sagen nein zu Artikel 13. Wir sagen nein zu Artikel 13. Wir sagen nein zu Artikel 13, wir sagen nein. 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 Zu Artikel 13. Was hat er letzte Woche noch gesagt in dem Interview? Nee, hier Demo habe ich nicht mitbekommen. Was, Demo? Wegen Artikel 13, keine Ahnung. Und jetzt auf einmal wollen sie es vorverlegen. Als ob die Demos den Druck auch bei Ihnen aufbauen. Und das ist eine super Sache. Ihr da draußen, wir hier als Bewegung, tragen dazu bei, dass die jetzt ihren Arsch bewegen und sogar es natürlich vorverlegen wollen. Wir bewegen etwas. Wir werden gesehen, wir werden gemerkt, wir werden gehört. Und das ist sehr gut. Solange ich mich aber zurückerinnern kann, hat die CDU und CSU, also die Union, noch nie irgendwie Politik für die Jugend eigentlich gemacht. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Überhaupt menschenwürdige Politik, also wenn wir jetzt auf die vergangene Flüchtlingssache zurückgucken, dann war auch da die CDU nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Aber leider wird es immer noch viele Leute geben und auch vor allem junge Leute geben, die CDU und die CSU wählen werden. Und so überzeugt nicht nur euch, wir hier... Ja, du!
Und so nicht nur, dass wir uns hier selber für uns überzeugen, ja, wir werden sie nie wieder wählen, nein, das war eigentlich nie eine Alternative. Ja, Kevin, mach, restore euch. Überzeugt auch eure Klassenkameraden, überzeugt eure Familien, überzeugt eure Leute im Studium, überzeugt eure Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen. Und sagt euren Eltern, sagt euren Großeltern, dass wenn sie ihr Kreuz bei der CDU machen, kein Kreuz für die Zukunft machen. Nämlich eine Zukunft, in der Jugendkultur respektiert wird, in der keine Ablauffilter existieren und in auch der Umweltschutz einen Platz findet. Kontrolliert werden, weil es technisch, ich als Informatiker kann es vielleicht sagen, weil es technisch nicht möglich ist und nicht möglich sein wird. Und das Niveau, auf dem dort wirklich diskutiert wird, das ist eine Naivität, also das ist nicht nur Unwissenheit, das ist wirklich schon fast so eine Dummheit grenzt. Man hat Angst vor der Jugend, man hat Angst vor uns, was einerseits sehr schmeichelhaft ist, dass man Angst vor uns hat, aber man möchte nicht mit fairen Mitteln spielen, anstatt sich dem Diskurs jetzt auf der Straße dann zu stellen, obwohl er hätte viel früher sein müssen, anstatt sich den jetzt auf der Straße zu stellen, möchte man dem aus dem Weg gehen und sagen, nee, komm, lass uns mal lieber am 12. oder vielleicht am 14. darüber entscheiden, obwohl wir noch keine Übersetzung des Antrages dazu haben. Also es wird gegen die eigene Geschäftsordnung des Hauses verstoßen. Man, das ist krass, das ist wirklich krass. Und dann natürlich, in der CDU-Parteizentrale, da rauchen immer noch die Köpfe und da fragt man sich, Mensch, wie werden wir eigentlich für die Jugend wieder wählbar? Ne? Ich finde es immer wieder Wahnsinn, wie viele Leute sich hier einfinden. Es ist unglaublich. Überlegt doch mal, gestern kam die Info, heute, wie viele sind wir hier? Entspannt euch. Über 1000 Menschen. Und wie viele werden wir noch erreichen? Leute, der Boy hat News. Erzähl mal ganz kurz. Ja, also laut Berlin direkt wird es diese Abstimmung dann doch erst Ende März geben. Also Manfred Weber von der CDU hat uns geschickt, dass wir Ende März die Abstimmung haben. Das heißt... Also die Vorverlegung für die Abstimmung, also am Donnerstag, kurze Info, Leute, am Donnerstag sollte darüber abgestimmt werden, ob vorverlegt wird. Das heißt, die Vorverlegung... Die CDU ist eingeknickt, heißt das. Das ist stark, das ist sehr stark, das ist sehr stark. Ich bin noch mal ganz kurz mit einer News gekommen. Die CDU ist gerade im Eingeknickt. Die Abstimmung wird Ende März sein. Die Ursprung... Was für ein Rave. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr geil. Die Leute feiern das richtig hart. Jussi. Und durch die News, die Herr Newser mir gerade reingebracht hat, ihr seht, es hat was gebracht, dass ihr heute alle hier seid. Alter, endlich wirst du deinem Namen gerecht. Endlich, Alter. Ja, Mike. Ich nehme es mir einfach mal. Okay. Auch wenn ich zu mir gesagt habe, dass ich darf nicht, mein Chat hat mich gezwungen. Okay, ganz kurz. Ich bin Content Creator. Ich will gar nicht zu viel jetzt labern, ich will gar nicht zu viel sagen. Ich habe mich eben selber mal 2 Stunden hingesetzt, Abgeordnete angerufen. Ich möchte erstmal ein riesiges Shoutout an alle hier raushauen. Gerade an die ganzen jungen Menschen, die jetzt plötzlich politisch aktiv sind, die sich für Politik interessieren. Ey, applaudiere dich mal ganz kurz wieder selber, ja? Richtig, richtig stark, wirklich. Was ich eben in den Gesprächen mit dem Team der Abgeordneten gemerkt habe, ist eine Sache. Und zwar, wir gehen ihnen richtig gut auf den Sack. Das heißt, die kriegen mit. Eben hat mir einer von den Leuten gesagt, dass sie bis zu 18.000 E-Mails insgesamt innerhalb einer Woche bekommen haben. Und da geht aber noch mehr. Nur sagen kann, setzt euch hin. Rezo hat dieses Video gemacht, das findet ihr überall im Internet. Da ist eine Telefonliste dabei, da sind alle Schlüsselargumente und die Probleme mit Artikel 11 und 13 nochmal mit Quellangaben auf den Originaltext zu finden. Geht hin, setzt euch eine halbe Stunde hin, ruft 3-4 Abgeordnete an, erklärt den Teams, was euer Problem mit Artikel 13 ist und so verschaffen wir uns Gehör. Geht hin, personalisiert eure E-Mails, ruft die Abgeordneten an und seid verdammt nochmal laut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Und jetzt glücklicherweise gemeldet haben, die den Mut aufgebracht haben, obwohl sie eigentlich nicht Personen des öffentlichen Lebens sind, sich hier vor so eine Menschenmenge zu wagen. Und natürlich als zum Schluss euch Leute. Ihr seid der Hammer! Dann macht man immer richtig schön Lärm für die Jungs von Chaos Computer Club Cologne. Keinen AT!
Artikel 13! Wir wollen keinen 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 Artikel 13! Okay, Leute. Er hat es geschafft, mich nach vorne zu zwingen. Ich hab's durchgezogen. Deshalb ist erstmal zweitrangig. Ich möchte auf jeden Fall erstmal ein riesiges Dankeschön an euch raushauen. Ihr seid jetzt hier mit tatsächlich gut 4000 Leuten, seid ihr gerade hier am Start, mega krank waren. Die Demo findet jetzt hier so langsam ihr Ende. Du hast gut gesprochen. Ich war so stolz auf dich. Dankeschön. Tolle Worte. Alle anrufen. Danke. Genau, das ist das Ding, Leute. Ihr habt mein Video vielleicht heute gesehen, das kam eben raus um 17.45 Uhr oder sowas. Geht bitte hin, Leute, ruft die Abgeordneten an. Ey, alles ist in der Videobeschreibung. Ihr findet den Link zur Telefonliste, ihr findet die argumentative Aufschlüsselung. Es ist echt nicht so schwer, meine Freunde. Geht hin, geht wirklich hin, Leute. Und ja, macht eurer Stimme Gehör. Wenn ihr eine E-Mail schreibt, personalisiert die E-Mail, schreibt am besten, ich habe es eben von dem Abgeordneten selber gehört, Adresse oder zumindest Namen und Vornamen rein, damit sie wissen, dass das eine persönliche und nicht vorgefertigte E-Mail ist. Setzt euch wirklich die 10 Minuten hin, schreibt diese gottverdammten Mails und geht auf jeden Fall hin und ruft an, Leute. Das ist unser demokratisches Grundrecht und es wäre schade, wenn wir das jetzt nicht wahrnehmen. In diesem Sinne, meine Freunde, wir haben auf jeden Fall den ersten Zwischensieg schon mal erreicht. Die Vorverlegung findet nicht statt. Aber wir müssen weiter kämpfen. Am 23. möchte ich euch alle auf der Straße sehen. Ich will hier jeden auf der Straße sehen, meine Freunde. Ich bin geisteskrank stolz auf diese ganzen jungen Menschen und auf euch alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist ein sehr komplexes Thema und es mag manchmal ein bisschen zu überfordern. Aber im Großen und Ganzen, Leute, ist es eigentlich echt überschaubar. Es gibt super viele Informationsquellen. Ich kann euch da echt nur das Herz von das Video von Ultranativ ans Herz legen. Eines der stärksten und am besten erklärendsten Videos. Hier stinkt es extrem nach Scheiße. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Alter. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, meine Freunde, informiert euch bitte, habt am öffentlichen und politischen Diskurs teil. Das ist unser demokratisches Grundrecht und es wäre dumm, wenn wir es nicht nutzen würden. In diesem Sinne, meine Freunde, nochmal ein letzter Blick hier auf die Demo, okay? Ein letzter Blick auf die Demo. Schaut euch das an. Hier geht auf jeden Fall einiges ab und ich bin echt stolz, dass hier so viele Leute dabei sind. Ich bin so stolz, dass ich hier so viele Leute gerade im Chat habe. Ich finde es krass, dass meine Community sich so sehr mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ich bin euch echt mad dankbar dafür, Leute. Und ich weiß, dass ihr genauso versteht wie jeder andere, der hier ist, was da gerade im Gange ist. Und dass ihr auf jeden Fall wisst, dass euer gutes Recht ist, dagegen vorzugehen. In diesem Sinne, meine Freunde. Ich bin damit für heute raus. Ich denke mal, wir sehen uns vielleicht in einem Zusammenschnitt von diesem Video hier. Ich weiß es noch nicht. Oder wir sehen uns morgen, übermorgen. Wahrscheinlich eher übermorgen bei einem weiteren Stream. Ich küsse eure Augen, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.